an der Riviera gelegen, ein exklusiver Kurort in Ligurien. Elegante Villen gibt es hier auf der Uferpromenade und viele im Jugendstil. Der Charme der 60er, 70er Jahre ist aber verflogen hier. Überschrieben mit Massentourismus, aber ich bin ja auch ein Teil des Problems. Die Spielbank in der Blumenstadt ist natürlich weltbekannt. Das Casino bringt der Stadt heute Millionen ein. Das wurde 1909 gebaut. Und ich habe mein Portemonnaie vergessen. Das ist auch der Hauptort der Blumenriviera, weil hier die Zucht von Nelken und Rosen sind. Die Kaschba ist besonders bekannt hier in der Altstadt. Weil das alles so ein bisschen an den Orient erinnert. Das ist schon ein Gewirr hier von Gassen und Durchgängen. Etwa 200 Blumenbetriebe gibt es in der Stadt. Das ist doch typisch italienisch. Eine sehr interessante Konstruktion für den Wassereimer auszuschütten. Das finde ich in der Altstadt so schön. Man geht also 10 Meter weit in der Ecke rum, wir haben ein ganz anderes Bild. Weil ich toll finde, die Kirchen sind meistens alle offen. Es gibt hier erstaunlich viele Antiquitätengeschäfte. Aber so ein großes Bild geht nicht in meinen Koffer. Veranstaltungen gibt es eine ganze Menge in der Stadt, zum Beispiel die Oldtimer Rallye. Das ist eine Wallfahrtskirche, die sieht von innen spitze aus.
ist natürlich mit meiner Kamera schlecht rüberzubringen. Da fehlt einfach das Licht. Bekannt ist auch jedes Jahr hier die Segelregatta. Und nicht zu vergessen das Jazzfestival. Was ich für mich besonders interessant finde, ist natürlich das Radrennen Mailand-San Remo. Was mich auch überrascht hat, der Stadtfahren nach Oberleitungsbusse. Es gibt hier noch eine Menge zu sehen, zum Beispiel der japanische Garten. Das ist schon ein schönes Fleckchen. Was soll man dazu sagen? Einfach Kunst. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Wenn man hier an den Strand will, muss man bezahlen. Das sieht doch gut aus. Aber das sieht besser aus, die russisch-orthodoxe Kirche Christo Salvatore. Ich habe gedacht, die wäre älter, die ist 1912 erbaut worden. Die Zeit ging wieder viel zu schnell rum. Von hier aus sind übrigens nur 20 Kilometer bis zur französischen Grenze. Wie immer an der Stelle sage ich jetzt mal Tschüss zusammen.